Das ist ein Hai, ein im Bestand gefährdetes Meeresraubtier vom oberen Ende der Nahrungskette. Und das ist Viktor, der junge Mann, der den Raubfisch gleich an Land ziehen wird. Tatsächlich hat er das über 4 Meter lange Tier bereits an der Angel und auch von Beginn an den richtigen Verdacht. Mehr als 40 Minuten müssen Viktor und der Hai aber noch kämpfen, bis der Angler und seine Freunde das Tier zu Gesicht bekommen. Die größere Herausforderung allerdings scheint das anschließende Fotoshooting mit der Beute zu sein. Klar, dass jeder mal mit vor die Linse will. Um das Tier nicht zu sehr zu verletzen, benutzen Viktor und Co. zum Angeln übrigens ausschließlich Kreisbogenhaken. Das zumindest beteuern sie auf ihrer YouTube-Seite. Am Ende wird der Hai leicht an der Lippe verletzt zurück ins Meer entlassen. Alles ist gut gegangen. Nachmachen sollte man diese Aktion aber wohl trotzdem nicht. Das ist ein Hai, ein im Bestand gefährdetes Meeresraubtier vom oberen Ende der Nahrungskette. Und das ist Viktor, der junge Mann, der den Raubfisch gleich an Land ziehen wird. Tatsächlich hat er das über 4 Meter lange Tier bereits an der Angel und auch von Beginn an den richtigen Verdacht. Mehr als 40 Minuten müssen Viktor und der Hai aber noch kämpfen, bis der Angler und seine Freunde das Tier zu Gesicht bekommen. Die größere Herausforderung allerdings scheint das anschließende Fotoshooting mit der Beute zu sein. Klar, dass jeder mal mit vor die Linse will. Um das Tier nicht zu sehr zu verletzen, benutzen Viktor und Co. zum Angeln übrigens ausschließlich Kreisbogenhaken. Das zumindest beteuern sie auf ihrer YouTube-Seite. Am Ende wird der Hai leicht an der Lippe verletzt zurück ins Meer entlassen. Alles ist gut gegangen. Nachmachen sollte man diese Aktion aber wohl trotzdem nicht.